Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mega Man. Ich bin hier immer noch in der Höhle mit Jörg und Farm Level. Und esse nebenbei Soljanka. Alter, ist die Höhle geil. Die ist voll super. Wo du bist, ja. Ich war übrigens extrem lange nicht mehr in Höhlen bei Minecraft. So. Wenn du ein Problem hast, sagst du Freddy Bescheid, ne? Ja. Gut. Hier kam nur der Gravel entgegen. Das kenne ich irgendwoher. Ich bin bei Paya mal fast gestorben, weil ich mich aus einer Höhle wieder rausgebaut habe mit Sand. Also, nein, über mir kam Sand und ich habe mich einfach einen nach oben gegraben die ganze Zeit. Bin gerade eingebaut von Gravel. Warum gehst du auch so Ja. weit weg? Erkunde doch erstmal die Höhle und baue sie aus. Hab ich doch. Ja, deshalb farm ich hier auch gerade alle Ja, Rohstoffe ab. ne? Du wolltest doch leveln. Mach das hier nur so nebenbei. Achso, okay. Nein, aua. Bin eigentlich nur auf die Dias aus. Ja, ich kenne dich ja. Du bist ja Dia geil. Ich wollte gerade sagen, du bist ja Dia Rot, aber das kommt irgendwie ein bisschen falsch. Definitiv, ja. Ja. Wie war heute eure Arbeit eigentlich so? Ja. Wunderbar. Ja? Ja. 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 Man hat schon schlimmere Tage gehabt. Ja. 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 Oh, Gold. Schön, Gold können wir auch gebrauchen eigentlich. So nehme ich auch nicht auch immer mit, aber. Für jolne Äpfel. Gibt doch gerade echt nichts Versuche ich Geileres, mir als mal jolne Äpfel mitzunehmen. zu bauen. Wow, fuck, fast runtergefallen, ey. Ich habe übrigens auch noch nie einen goldenen Apfel in Minecraft gefressen. Doch, ich werd's in der Hölle, wo Ich du weiß. YOLO-mäßig da die Leute angegriffen hast. Und mich haben dann zwei Leute angegriffen, die erstmal einen OP-Apfel und dann greift mich kein Arsch mehr an. Sowieso das Beste. War Die so Viecher töten nötig. mich, ignorieren dich vorher und dann einfach mal BAM! Ja, Jörg auf ist einmal aktuell. gehen sie mich ja. Ja. Ah, hätte ich aber auch so gemacht. Ist das Gold oder Ja, was Eisen? soll? Die wollten nur die Zeugen vernichten. Ja. Scheiße, wir haben ihn getötet. Los, tötet ihn! Er hat's gesehen. Aber es ist seltsam, ne? Wir sind noch gar nicht schuld. Nee. Der Gärtner war es doch immer. Oh, du lässt überall schon Redstone liegen. Ja, ich hab kein Platz mehr. Weißt du, Redstone farmt er ab. Das, was auch noch Level bringt. Nein, Eisen lässt er drin, aber Redstone farmt er ab. So ein Arsch. Haben hier auch gerade Eisen. Guter Junge, ich farm auch die Die ganze Höhle Zeit ist nämlich Eisen. jetzt. Die Höhle ist nämlich jetzt hier zu Ende. Aber ich hab Das glaube ich auch ist ärgerlich. keinen Platz mehr für Eisen. Wie viele Diamanten hast du? Ich nehme Eisen mit, baue es einfach ab. Hab ich jetzt. Ich habe hier ein bisschen Kies weggelassen, Erde habe ich auch noch mit. Alles weg. Ich habe jetzt 17. Och, das ist mehr als ich jemals in Minecraft gefunden habe. Oh, das ist ganz gut hier noch aus dieser Höhle. Ja, die Spawnrate für Diamanten ist ja auch relativ hoch auf diesem Server. Ja, ist halt alles sehr viel, ne? Ja, Sagen wir aber es mal es. so. Ich meine, es ist. Mich stört das jetzt nicht großartig. Ich find's gut. Ich glaube, OP hätte ein bisschen großzügiger verteilen können. Ich weiß nicht, ob man das kann. Ah, ich meine, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Nee, eben. Es wäre lustig Keine gewesen, Ahnung. wenn man irgendwie für, also bei Dorfbewohnern jetzt handeln hätte können, so für Ja. Hühnchenfleisch, Level Flasks, also Man hätte hier. halt einfach ein Dorf machen können, ne? Ja, aber so, wenn es da einen Bauern gegeben hätte, der für Hühnchenschenkel oder für Eier oder für Federn oder so einen Dreck irgendwie einem Levelflaschen verkauft hätte, Bottle of Man Enchanting. hätte halt einfach so ein Dorf in jede Stadt reingespawnt. Wie bei Hero zum Beispiel. Haben wir auch alle eigentlich in einen Ja, die haben ja Dorf alle in einem Dorf angefangen. begonnen, aber das hat Ja. ja auch nicht lange gehalten. Nein, aber ne? Irgendwie Du waren alle hättest wenigstens die Dorfbewohner nach dem Möglichkeiten vierten Part gehabt. tot oder so. Du hättest zumindest die Möglichkeiten gehabt. Ja. Aber nicht bei allen. Ich Also hab. Peter, Debitor, wo ich es geguckt habe, der hat ja immer einen in seiner Wohnung gesichert. Ich hab erst sehr spät angefangen bei Debitor zu gucken. Und da hat er ja schon keinen Aber drin. der war eigentlich, finde ich, der Beste so. Auch glaube ich am wenigsten mitgeschafft. Zombie ist auch ganz gut gewesen, bis er die ersten Ja. 6 Male gestorben ist oder so.
Sein erster Tod war ja richtig mies. Ghast in der Hölle, der total OP ist, weil Ghast ja normalerweise Ja, nicht der ich total weiß, OP ich kenne sind. das. Da hat er in einem Part mit Debitor drüber gelabert. Ja, das war auch mega scheiße. Weil er so ein leichtes Problem hatte. Ja, da ist er irgendwie vor anderen geflüchtet, ich weiß gar nicht mehr vor wem. Das Projekt ist dann ja auch irgendwann ein bisschen außer Rand und Band geraten, als alle irgendwie vor einem Kampf einen OP-Apfel gegessen haben und das war dann irgendwie langweilig, weil Ja, die aber, Kämpfe einfach nur ne? noch waren, wer länger mit dem Flugzauberstab wegfliegt und mehr Ja, gut. OP-Apfel hat. Das ist halt so, ne? Das fand ich halt auch nicht so wirklich toll. Aber, ja. Muss man halt immer mit rechnen, wenn vorher keine klaren Regeln herrschen. Naja, Das ist das halt war so. bei Varo deutlich besser. Bei Varo sind ja echt viele Leute rausgeflogen wegen Regelbruch. Ja, aber obwohl, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, bei manchen Leuten, es gibt auch so Sachen, wo ich finde, da kann man auch drauf verzichten, warum Devitor und Revi jetzt rausgeflogen sind, nur weil sie mal 2 Sekunden überzogen haben. Also, klar. German Let's Play hat jetzt zur Stellung bezogen zu den Zeitüberschreitungen. Ja. Wie gesagt, ich finde das Von ein wegen, bisschen dass es ja hieß, übertrieben. ab 17 Minuten sollte man aufhören. Ab 20 musste dann Schluss sein. Und wer dann noch überzogen hat, ist rausgeflogen. Ja. Ich kann es in einer Sicht verstehen, weil Gibt's da halt jetzt eigentlich Leute, die schon einen länger. Sieger? Was? Nein. Keine Ahnung. Ich habe ja nur bei zwei geguckt, die rausgeflogen sind. Ja, ich habe das immer über Twitter verfolgt jetzt im Schluss noch. Da gab es so eine Seite, wo sie immer das gemacht haben. Gab es eigentlich nur noch Sturmwaffel und noch einen, die waren noch zu zweit und sonst waren alle nur noch zu alleine. Was war mit ach, den beiden, die Zombie und German Let's Play gekillt haben hier? Die hatten sich mit Shuffle und noch einen. Und jetzt hat nur noch Castcraft überlebt. Morecast oder wie Ja, der Warcraft. hieß. Der ist gestorben und die anderen sind auch beide gestorben. Shuffle und. Nein, Boah, nein, 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 Lava! Wow. weiß ich jetzt nicht. Ja, Mr. Moore war ja Vielleicht noch sollte irgendwie ich über dem einfach mal Level. verzaubern gehen. Welches Level hast du? 31. Wenn Level 35, dann kannst du deine Glücksspitzhacke reparieren. Okay. Auf 1,8 warten, das dauert wahrscheinlich noch 10 Hast du wieder Jahre oder recht. so. Hast du natürlich recht, aber wie gesagt, Es gab doch schon mal so eine Versionsnummer, die irgendwie dauernd geupdatet werden aber waren sollte. wir in dieser Höhle? In welcher? In welcher? Ist so eine Mini-Höhle, wo Keine eigentlich Ahnung, wo du bist. nichts ist außer Gold. Ja, ich bin jetzt hab schon wieder weitergegraben. Eine Sache. Aber keine Dias. Das ist scheiße. Wie gesagt, wenn da irgendwas zum Abfarmen ist, was Level bringt, Ja, das ist es aber. ach, du brauchst ja auch, ja, sorry, du brauchst ja auch Level jetzt, ist ja egal. Ich Ja. kann gleich erstmal so drei Stacks, nein, zwei Stacks Eisen einschmelzen. Oh, kenne ich. Anderthalb habe ich auch. Einen halben fast mit Gold. Ich lasse normalerweise nie etwas in eine Höhle zurück, ne? Ich lasse das Eis nicht so unter der Decke hängen. Das, wie gesagt, ich habe da auch überhaupt kein Problem, dass der Redstone da liegen bleibt. Ich will die Level haben und dann ist gut. Ich lasse eigentlich nie Rohstoffe liegen, weil ich so ein Typ bin. Man könnte ja alles nochmal irgendwie gebrauchen. Weißt du, Aber was die Härte ist? Redstone brauchen wir auf jeden Fall nicht. Marek räumt bei uns den gesamten Hof auf. Ja, ich weiß. Das ist so hart. Habe ich schon gehört, dass er da die Paletten umstapelt. Von Mr. Matze? Hier werden. Ja, Matze hat das Matze gesagt. Okay, ich bin fast. Also mein Dierspitzhack ist gleich im Arsch. Ich benutze immer noch Eisen. Ich habe meine Dierspitzhacke eigentlich nur rausgeholt für den Tunnel, weil der schnell gehen sollte. Und ich habe keine Ahnung, wie lange der Timer noch geht. Ich hoffe, ich habe ihn angemacht. Wäre nicht das erste Mal, dass ich vergessen habe, einen Timer anzumachen. Ja. Und doch schon ein, zwei Mal in der Woche vor. Da bist du jetzt. Ja, gestern, als ich alleine aufgenommen habe, auch so ein Scheiße. Timer. Ich vergesse den Wie irgendwie gesagt, das ist planmäßig. halt so eine ganz kleine Höhle hier. Level drin oder nicht so? Ja, schon, aber nicht sehr viel jetzt. Hast alles schon abgefarmt, sagst du? Ein bisschen ist noch, aber würde ich sagen, lohnt sich nicht, noch Ja, aber da tiefer du bestimmt was reinzukommen. hast liegen lassen, so wie den ganzen Cobblestone, den ich gerade aufsammle. Oh, ja, Kohle. Ja. Danke für die Kohle. Vielen Dank Aufgenommen. für die Wie gesagt, ich habe Kohle. nicht wirklich einen großartigen Platz. Gar keinen, ich sehe schon. Ich laufe gleich einmal kurz zurück zur Basis, farm noch mal ein paar Hühnchen ab. Ich denke mal, dann bin ich auch Level 30 wieder.
Ich habe auch gerade nur 9 FPS, was gerade ein bisschen seltsam ist, weil ich bis eben irgendwie 40 hatte. Mein Computer spinnt halt mal wieder rum. Keine Angst, ist nicht mehr lange so. Ich weiß, ich verspreche das jeden Part. Muss hier bloß an der Decke aufpassen, irgendwie tropft da Lava raus. Okay, ich grab mich gerade in die Decke. Für Kohle, aber ich sehe ja, wenn Lava kommt, dann wird es ja auf einmal hell. Ich bin übrigens auch jemand, der nichts ausleuchtet, weil er mit voller Brightness spielt. Nur von den Leuten. Hi. Wow! Oh. Boah, mach nicht sowas! Pass auf, da unten ist direkt Lava. Alter! Jörg! Ich hab den nicht gesehen, sorry. Fuck! Ist da unten jetzt noch irgendwas an Level? Ja, ein bisschen Kohle, aber. Das wird für uns werden. Gut. Ich guck kurz mal auf den Timer. Ich glaube, ich habe ihn angemacht. Oh nein, habe ich nicht. Kurz auf K. Und damit herzlich willkommen zurück. Der Timer ist ausgegangen. Also ich glaube, der geht aus, wenn der Bildschirm sperrt. Und jetzt haben wir noch 10 Minuten. Jörg, hast du da zufällig gerade eine neue Höhle? Noch nicht, ne? Ich gehe mal kurz Tiere abfarmen. Oder wenn es gerade Nacht ist, gehe ich auch ein paar Zombies klatschen. In den ganzen Höhlen waren extrem wenig Monster, ne? Ja. Irgendwie schon. Verwirrt mich jetzt gerade. Gestern hatten wir auch so eine Zeit lang, da dachten wir, die Monster sind aus. Mein Inventar ist auch fast voll. Ich habe einfach mal 4 Stacks Redstone dabei oder 5. Jo, es ist Tag. Meine Soljanka ist kalt. Danke. Bitte. Gut gemacht, Jörg. Danke. Ach Gott, ich nehme jetzt erstmal alles, was irgendwie zu Farmen gehört. Also alles, was irgendwie. Ich sollte Redstone stacken. Zu den. Warte, Redstone sind 9er Stacks, ne? Alles, was irgendwie zur Farm gehört, nehme ich gleich mal mit und pack das auf die Farm. Damit das endlich mal aufhört, da so rum zu existieren neben der Farm, keine Ahnung. Wenn mir das langsam voll auf den Sack geht, dass wir nichts irgendwie gebacken kriegen, weil immer man muss zurück zu Dingens rennen, dann muss man zurück zur Farm rennen. Alter, wie viel Eisen ich auch mit habe einfach. Ich packe jetzt in jeden Ofen übrigens erstmal 64 Kohle. Weil ich es gerade einfach am Mann habe. Eisen, Eisen. Futter, 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 Futter. Da auch Huhn und Fisch. Steak. Ich habe noch Lapis jetzt dabei. Ja, das kann man ja gebrauchen. Boah, so viel Bald, Scheiße. hoffentlich. Ja. Alter, wir haben 3 Stacks Lapis-Blöcke. Ich hoffe, die kann man bald verwenden. Ich habe auch noch einen Block in meiner Enderschüssel oder in meiner anderen Ja, du Kiste. übertreibst sowieso maßlos. Muss ja nicht immer alles abliefern. Du hast ja auch irgendwie einen Stack. Dias gehabt. Dias. Hattest du nur? Ja, ist alles wieder die Kleidung wieder weggegangen. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe fast noch einen. Ich habe einen halben, glaube ich, noch in der Ja, Kiste. ich habe die Reste bei ins Lager gepackt. Ne? Ich habe noch Ich habe jetzt, ich hab 31. jetzt, ich hab jetzt halt einfach keine mehr auf in meiner Enderschüssel. Okay, ich habe noch 31 in meiner Ender Chest. In der Dingens liegen 64 und 4. Wie gesagt, und wenn die aufgebraucht wären, würde ich meine auch wieder da reinpacken. Aber ich habe mir halt immer, wenn ich irgendwas gemacht habe aus Dias, habe ich mir mal 3 rausgeklaut. Ja, Ich habe war noch so. gehortet. Gehortet. Wie ein Fuchs. Ich brauche gerade wieder. Ach, Karotten waren hier übrigens noch drin. So, pack die Karotten nochmal rein. Weizen, Seeds. Dann farmen wir doch erstmal mit Karotten, weil die sind irgendwie am angenehmsten zu farmen.
Schweine finde ich irgendwie am angenehmsten zu fahren. Guck mal her. Und Steak-Karottentaler. Achso, ich muss mich voll fressen. Nee, ich bin nicht schon. Ich finde es irgendwie komisch. Manchmal habe ich einen Hunger und dann nage ich so ein bisschen an der Karotte. Hör wieder auf, weil ich merke so, oh, ich esse die Karotte, das wollte ich nicht. Und dann ist es auf einmal wieder voll. Ich habe keine Ahnung warum. So, der erste Stack ist gleich weg. Und ich habe 7 FPS. Gut, auf jeden Fall. Zweiter Stack in Angriff. Sag mal Bescheid, wenn du wieder eine große Höhle gefunden hast, ne? Ja, klar. Gut, gut. Ich mache jetzt gerade den mittleren Gang ein bisschen weiter. Ja. Was ist los? Oh. Lava. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Alter Schwede. Das kenne ich irgendwoher. Ich bin aus Reflex irgendwie auf die Shift-Taste gekommen. Glück gehabt. Bin ich gerade nicht vom Block runtergerutscht. Man sollte auch nicht nach unten bauen, ne? Hast du nach unten gebaut? Ja, sagte Mutti schon immer. Was? Das sagte Mutti schon immer, nicht nach unten graben. Ich bin jetzt Level 26 gerade übrigens. Ja, ich bin Level 33. Also, ja, jetzt bin ich Level 26. Gut, Karotten ziehen nicht mehr. Dann zieht vielleicht das Schwert. Und Jörg, ich denke mal, was du eben meinst mit den Farmen, die haben insgesamt mehr Schweine, also mehr Tiere. Die hatten ja nur irgendwie von einer Sorte so viele Tiere, ne? Ja, ich weiß nicht, wie ich fahren muss. Ja, bin da nie so genau hingegangen. Ich auch nicht, ja, Freddy war da ja. Jetzt eh nicht mehr in die Städte dürfen, das war ja damals in einer anderen Zeit. Wir dürfen noch in die Städte. Ja. Wir dürfen nur nicht in die Häuser. Ja. Sonst dürfen wir ja nicht zu Paria, wo wir ja wohnen. Wir wohnen ja inzwischen bei Paria, professionell. Also eigentlich gar nicht professionell, sondern wir wohnen da einfach. Ja. Weil wir es uns rausgenommen haben, weil er selbst gesagt hat, so neue Regel von wegen fremde Häuser dürfen nicht mehr ohne Erlaubnis betreten werden, haben wir da auch schon. Naja, gesehen. Aber in den anderen Regeln steht, dass du keine Häuser in einer fremden Region erstellen darfst. Wenn ich mich nicht täusche. Steht's drin? Ich glaube nicht. Durch die mir jetzt mal durchgelesen habe. Ich glaube, da stand irgendwas. Ich werde es mir nachher mal angucken. Ja, dann wäre das ja nicht regelkonform, was wir gemacht haben. Das fände ich nicht okay von uns. Andererseits können wir ja nicht wissen, dass es ihre Region ist, ne? Wir sind ja einfach in dem Portal rausgekommen. Und dann könnte man sich wieder streiten, auf wessen Kontinent denn der Meer ist. Also das Meer. Weil unser Biom grenzt ja auch gleich an. Ich verstehe sowieso. Ah, ist egal. Lass uns einfach nicht darüber reden. Ja, genau. Was verstehst du nicht bitte? Nee, ist schon egal. So, und Level 30. Ein Weizen verwitter ich jetzt aber noch. Und jetzt sammle ich die restlichen Level auch noch auf. Was mache ich mir jetzt? Diamanthose bringt am nächsten, ne? Am meisten Rüstung. Ich glaube, das macht gar nicht so einen großen Unterschied. Oh, ich denke, ja, Helm und Schuhe werden am wenigsten machen, ne? Oh. Schuhe hoffe ich ja irgendwie noch auf Federfall. Ja, die würden mir schon extrem helfen. Wahrscheinlich kriegst du auch wieder ganz noch Texture. Was? Wahrscheinlich kriegst du auch wieder gleich Texture für die Explosion. Ja, Blast Protection schön wieder. Dann beende ich den Part. Haltbarkeit 3. Haltbarkeit 3 ist ja sogar noch halbwegs geil. Es schützt einen nur nicht. Es hält die Hose halt länger. Ja, das ist auch, naja. Wenn du auf irgendeine richtig gut verzauberte Hose Haltbarkeit 3 kriegst, dann freut man sich. Riesencave. Okay, komme. Also im nächsten Part bin ich dann sofort wieder da. Ich habe noch eine Minute. In der Minute verzauber ich schnell meine Hose. Wir waren da zwar irgendwie schon, aber ich glaube nicht komplett. Okay, ich nehme sie jetzt einmal raus und packe sie wieder rein und mache das Ganze noch einmal. Und jetzt verzauber ich sie auf Level 30. Protection 4 und Unbreaking 3. Geht. Das geht schon. Das finde ich schon nett. So, ich bringe jetzt schnell die Hose weg und dann beende ich den Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir werden das... Wenn ich nein, böses Skelett. Wenn ich das jetzt so die nächsten Parts durchhalte, immer einen Teil verzaubern, dann ist es ganz cool. Dann wird es auf jeden Fall gut.
So, haut rein, Leute, tschüss.